Ja, ich habe mich gefragt, was bei diesen Schiffssignalen bzw. Nachrichten, was dieses MMSI bedeutet. Und da habe ich jetzt gesehen, also wenn es mit einer 00 anfängt, dann ist es eine Küstenwache und das andere ist das Schiff selbst. Und man kann diese Zahlen, Ziffernfolge einfach per Steuerung C rauskopieren, nachdem man es markiert hat, und dann hier in eine Datenbank eingeben. Und dann kann man das hier eingeben, dann auf Enter drücken und dann kriegt man Informationen über das Schiff. Erstmal nur so grob. Leider gibt es kein Live-Tracking für nicht registrierte User. Ich weiß nicht, ob sich da jeder registrieren kann. Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Das könnt ihr ja mal selber testen. Und dann, wenn man hier diesen Link in einem neuen Tab öffnet, dann kriegt man ein paar mehr Informationen über das Schiff. Bei manchen gibt es ein Bild, bei manchen nur so eine Skizze. Und dann sieht man, das ist also ein liberisches Schiff. Liberia, das ist ja Afrika. Da ist Liberia, also Westafrika. Ja, der genaue Standort des Schiffes ist hier jetzt nicht bekannt, sondern nur der vom 1. Oktober 2016. Wie gesagt, es geht dann also aktuelle Daten nur für registrierte User. Ja, oder aber einmal hin, nicht? Man kann hier schon sehen, worum es sich handelt. Es ist ein Öltanker mit 274 Meter Länge, 48 Meter Breite. Ist also ein richtig großes Schiff. Geschwindigkeit, Baujahr 2013, 157.000 Tonnen und so weiter. Ja, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen, dann könnt ihr mal versuchen, die Schiffe irgendwie zu verfolgen. Hier ist halt Live-Tracking. Da muss man sich dann halt einloggen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Free Open. Access all vessels, ports and images. Unverzögerte Schiffspositionen aus unserem landbasierten AES-Empfängernetzwerk. 15 Minuten pro Tag. Aha. Hier stehen die Einschränkungen. Also wir haben dann alle Schiffe. Maximal 15 Minuten pro Tag. Seekarten. Fahrplan nächsten. Ah ja, das ist also immerhin für den Anfang mal ganz spannend. Werde mich da mal registrieren. Könnt ihr ja auch mal machen.